Hallo, ich freue mich über dein Interesse zu diesem Beitrag. Der Beitrag ist der erste in dieser Form und ich werde von heute an weg regelmässig auf Kundenanfragen, die in meinem Geschäftsalltag gestellt werden, darauf eingehen. Heute in diesem Video geht es um die Frage: Ja, fotografierst du denn nur Gebäude? Die kurze Antwort ist nein. Warum das so ist und was das Ganze mit der Schmiedefirma zu tun hat, das erfährst du gerade im Anschluss. Die Frage ist nicht erfunden, sondern ist mir tatsächlich so gestellt worden. Fotografierst denn du als Architekturfotograf Gebäude nur von außen? Natürlich fotografiere ich Gebäude oft von außen für Architekturbüro, Immobilien und selten auch für private Bauherrschaften. Das kann eine Tageslichtsituation sein, wie man hier im Bild sieht. Oder wenn man ein bisschen mehr Dramatik im Bild erzeugen will, kann es auch mal ein Bild in der Nacht sein. Da der Architekturfotograf Fähigkeit hat, Licht, Schatten, Farben und Materialien spannend einzufangen, ist das für die Innenraumfotografie genauso interessant. Wie zum Beispiel bei Ausstellungsräumen, wo ich hier als Beispiel eine langjährige Zusammenarbeit mit einer Schmiedefirma gemacht haben. Die Ausstellungsräume werden natürlich auch auf der firmeneigenen Homepage gezeigt werden, damit Interessenten sehen, was sie alles sehen können in der Ausstellung. Und für die Firma habe ich auch dürfen bei den Kunden vorbeigehen, um zu zeigen, wie die Schmiede eingebaut aussehen und wenn man so spürt, wie es Feuer lodert, was das für eine Wirkung entfaltet. Und besonders gern mache ich die Königsaufgabe von der Innenraumfotografie, nämlich wenn man den Innenraum mit dem Mensch kombinieren könnte. Wie dort kann man noch mehr Emotionen rausholen, man kann mit dem Mensch Schmiede das Verhältnis zeigen und auch wenn es Feuer lodert, kann man die Wirkung, die vom Feuer ausgeht, sich auf den Mensch überträgt, so richtig gut einfangen. Dann wären wir schon am Schluss von diesem Beitrag. Danke fürs Zuhören. Wenn du Lust hast, noch mehrseitige Beiträge zu schauen, dann hier auf den Social Media oder auf meiner Webseite. Danke und bis zum nächsten Mal. Ich glaube, das langt schon. Oder? Ja, mal. Ein Beitrag. Ja, scharf. K22. So, finito. Wie viele Aufnahmen habe ich jetzt gemacht?